Hallo zusammen, ich bin der Chris von Arbor und ich stelle euch heute das Arbor Cadence Rocker vor. Das Cadence ist unser Twin-Tip-Freestyle-Brett für Mädels, eher fürs Parkfahren, fürs Freestyle-orientiertes Snowboarden. Gucken wir uns die Features vom Brett mal ein bisschen genauer an. Wie ich schon erwähnt habe, Twin-Tip, also Nose und Tail sind genau gleich. Die Inserts sind gecentert zwischen den Kontaktpunkten. Dann haben wir hier ganz klassische Nose- und Tail-Shape, eher etwas runder, was eben, wie gesagt, für so ein klassisches Twin-Tip-Freestyle-Brett auch sehr gut passend ist. Was bei dem Brett bestimmt ein besonderes Highlight ist, ist das Topsheet und das Topsheet-Design im Besonderen. Man sieht hier, das ist eine sehr schöne Kunstarbeit von einer amerikanischen Tattoo-Künstlerin, die sich Hillary Jane nennt. Wenn ihr noch nie was von der gehört habt, guckt euch das gerne mal bei Instagram an. Hillary Jane aus Montreal, eine wirklich sehr spannende Künstlerin, die sehr schöne Arbeiten macht und ebenso auch hier auf dem Topsheet von dem Cadence. Was hier auch noch gut zu sehen ist, da unten, da ist ein kleines Logo B4BC. Das ist eine Organisation, die sich quasi zur Brustkrebsprävention einsetzt und oder dafür einsetzt, dass das eben unterstützt wird. Und mit dem Kauf von jedem Cadence geht eine kleine Spende des Erlöses an diese Organisation. Somit tut man also auch noch was Gutes, wenn man sich das Brett zulegt. Ja, über das Topsheet habe ich schon jetzt recht viel erzählt. Vielleicht noch ganz kurz zum Holz. Das ist ein Eschenholz Powerply Topsheet. Das passiert ja bei Arbor ganz viel, dass man quasi ein Holz-Topsheet hat. Und das Holz ist da sozusagen ein integraler Bestandteil der Gesamtkonstruktion. Das heißt, es ersetzt einen Teil vom Fiberglas, ist dadurch sehr langlebig und auch sehr umweltfreundlich. Wenn wir es dann umdrehen, dann sehen wir im Vergleich zu dem sehr knalligen Topsheet eine eher etwas simpler gehaltene Base. Das ist in dem Fall eine gesinterte Base auch, damit man immer schnell genug ist, gerade beim Anfahren auf Obstacles oder Kicker und insgesamt auch beim Pistecruisen und so weiter, eine sehr langlebige und qualitativ hochwertige Base. Und ich denke, das ist ein sehr schöner Kontrast zum Topsheet auch. Ja, sagen wir noch ein bisschen was zur Konstruktion. Twin habe ich ja schon gesagt. Dann Arbor's Rocker System, das heißt, man hat ein sehr flaches, leicht spielerisches, angenehm zu fahrendes Rockerprofil. Und zusätzlich haben wir noch diese GripTech Zusatzkontaktpunkte im Bindungsbereich. Und das führt dazu, dass ihr auch bei einem Rockerbrett einen sehr guten Kantenhalt habt. Ja, abschließend vielleicht noch, für wen ist das Brett am besten geeignet? Eher für Freestyle-orientierte Snowboarderinnen, die ein Brett suchen, was halt im Park sehr gut funktioniert, auf Rails, auf Boxen, aber auch bei kleineren und auch größeren Jumps, aber gleichzeitig auch vielleicht ein Brett haben wollen, was am ganzen Berg wirklich angenehm zu fahren ist, viel Spaß macht, verspielt ist und überall gut funktioniert.